Und heute mit uns am Frühstückstisch Schlagerstar Uwe Busse. Freuen wir uns sehr drüber. Sagen einen wunderschönen guten Morgen zum Frühstück. Herzlich willkommen bei uns, Uwe. Wir hoffen mal, dass es trocken bleibt. Es naht eine Gewitterfront. Ja. Aber noch ist sie weit genug entfernt. Ich habe es gestern gemerkt, wir sind gestern angereist und es waren auf der Autobahn ungefähr 35 Grad im Schatten. Und dann zog es sich zu und plötzlich hat es Rums gemacht und irgendwie jede Menge Wasser. Ja, wir wollten gerade baden gehen mit Kind. Kaum waren wir angekommen im Freibad. Ja, ging das los. Da musste man dann ganz schnell wieder gehen. Aber die Gewitter bringen ja keine wirkliche Abkühlung. Es bleibt ja nach wie vor heiß und schwül, was es ja für viele auch so schwer macht, nachts zu schlafen. Da haben wir aber später in der Sendung auch noch ein paar Tipps für Sie. Dein neues Album Gelebte Träume ist gerade dein absolutes Thema Nummer eins. Thema Nummer eins ist für Kate und William, ihr Baby. Ja. Die leben auch gerade einen Traum. Gestern, jetzt gönnen sie sich wirklich erstmal ihr Elterndasein. Die nächsten Wochen werden wir von den beiden nicht sehen. Jetzt erleben die den normalen Alltag von Eltern, die wenig Schlaf bekommen. Das ist schön. Aber es gab viele Frauen, die hier gesagt haben, hör mal, einen Tag nach der Geburt, da sieht man aber nicht so strahlend aus. Aber ich muss mich wundern. Also, sie sieht bezaubernd aus. Ich habe das heute Morgen auch in den Medien gesehen, als wäre gar nichts passiert. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass da ja, irgendwie auch ein bisschen Arbeit dran hing. Das innere Glück ist das, was nach außen strahlt. Und ich glaube, es war auch ein Maskenbildner und ein Friseur im Krankenhaus, um sie herzustellen. Ja, klar, wenn man sich Millionen präsentiert, da will man nicht aussehen, wie gerade frisch aus dem Krankenhausbett gefallen. Wir haben es hier mit einem konsequenten Frühstücker zu tun. Ist das richtig? Ja, also Frühstück ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das ist so der Beginn, der Start in den Tag. Gesund soll es sein und man sieht ein bisschen Obst. Haben wir alles richtig gemacht. Frische Erdbeeren, super, wunderbar. Und ich mag auch Vollkornprodukte sehr, sehr, sehr gern. Käsewurst gehört auch dazu. Sehr schön. Also toll. Wie ist so dein allmorgendliches Ritual? Hast du da ganz feste Abläufe? Ich möchte immer rechtzeitig aufstehen, weil ich hasse es, wenn ich in Stress komme. Und deshalb lieber eine halbe Stunde eher, weil ich sag mir immer, das kann nichts bringen, zu spät und dann in Stress. Also immer ein bisschen zeitig und dann so das Frühstück noch genießen. Und dann kann es losgehen, dann bin ich fit für den Tag. Wann ist dein Tag normalerweise oder die Nacht normalerweise zu Ende? Also ich würde sagen, so meistens ist das so 7:30, 8 ist so eine gute Zeit für mich. Heute Morgen natürlich nicht so. Nein, dann musstest du ein bisschen früher aufstehen. Dafür haben wir dir ja heute dafür auch Frühstück gemacht. Dafür ist das Frühstück so umfangreich, wunderbar. Und du kannst dir 1,5 Stunden dafür Zeit nehmen. Umso toller. Gerne. Und zwischendurch auch noch ein paar Fragen beantworten, auch die von unseren Zuschauern. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben an Uwe Busse, rufen Sie uns gerne an unter der 0211 64 995 64. Gerne auch eine E-Mail schreiben an vollekanne@zdf.de oder Sie posten Ihre Fragen per Facebook. Ich wünsche dir erstmal guten Appetit. Dankeschön. Schlagersänger, Produzent und Komponist Uwe Busse ist ja bei uns. Du bist 1960 geboren. Welche Erinnerungen hast du denn noch an die Zeit? Also ich kann mich erinnern, 1969, glaube ich, war es so. Erste Fernsehapparat wurde angeschafft, weil ein ganz besonderes Ereignis ins Haus stand, nämlich die erste Mondlandung. Und das ist bei mir so hängen geblieben. Wir durften damals aufbleiben als Kinder und haben dieses Spektakel miterlebt, wie der erste Mensch den ersten Schritt auf den Mond gemacht hat. Und bei uns war das so ein ganz kleines Dorf, in dem ich groß geworden bin. Jeder sprach darüber und das ist so in meiner Erinnerung geblieben. Hattet ihr einen Farbfernseher oder einen Schwarz-Weiß-Fernseher? Ich glaube, das war Schwarz-Weiß damals noch. Ja. Also du bist ja gelernter Elektriker. Jetzt lass mich raten, es war bestimmt dein Vater, der gesagt hat, Junge, Musik ist brotlose Kunst, du lernst mir was Anständiges. Also das haben einige in meiner Familie behauptet. Heute sind sie sehr stolz auf mich. Aber warum hast du dich damals nicht durchgesetzt? Du wusstest doch damals schon, dass Musik dein Leben ist. Ich muss dazu sagen, es hat so ein bisschen mit den Anfängen zu tun, also meine schulischen Leistungen. Die waren nie so richtig gut, weil ich habe nur eins tun wollen. Ich wollte immer nur Musik machen. Und das ging mit der Schülerband los, mit dem Schulorchester und mit einem Feuerwehrspielmannszug in einem ganz kleinen Dorf, in dem ich groß geworden bin, Sievershausen, Alshausen in Niedersachsen. Und es war wirklich so, ich hatte nur Musik im Kopf und Mathematik und solche Dinger passten da einfach nicht mehr rein. Und ich habe dann mit Ach und Krach den Hauptschulabschluss gemacht und bin dann, ich sag mal so, meinen Weg gegangen. Aber meine Eltern haben gesagt, etwas Beruf muss sein, man muss etwas lernen. Und dann sonst hätten sie dir keine Kohle mehr rübergeschoben. Ungefähr so. Mhm. Und es ergab sich halt so, dass ich dann diesen Beruf des Elektroinstallateurs gelernt habe. Bin heute sehr dankbar, weil das bringt so viele Fertigkeiten des Lebens mit. Das heißt, ich kann heute das eine oder andere Handwerkliche doch sehr, sehr gut. Und wenn jetzt hier die Lampen kaputt gehen im Studio, ist der Fachmann vor Ort. Sehr schön. Nun muss man dazu sagen, wir kennen dich ja als Schlagerstar. Aber angefangen hast du ja in einer Heavy-Metal-Band. Oh, was wir uns nur schwer vorstellen können, muss ich zugeben. So lange Matte, Lederhose, richtig harter Rocker. Ja. Wie wird man dann vom Hardrocker zum zärtlichen Tyrann? Das fragen mich viele. Es ist aber einfach der Weg. Ich war immer sehr, sehr offen in meinem Leben, auch was Musik angeht. Also ich habe wirklich alles. Ich liebe auch heute noch Klassik, Rock'n'Roll, Jazz, was mir unter die Finger kommt.
Und damals war es halt so, dass ein Produzent, der in der Gegend wohnte, neue Talente für eine Berliner Plattenfirma gesucht hat. Und der kam irgendwann zu uns in den Probenraum und hat gesagt, hey, wollen wir eine Platte zusammen machen? Das wurde nichts. Und ich fand aber das, was dieser Kollege machte mit einem anderen Kollegen, der da heißt Gigi Anderson. Mhm. Und das waren damals meine großen Vorbilder. Und von denen habe ich mir so ein bisschen was abgeguckt, ein bisschen was lernen können. Und dann habe ich ja irgendwann auch mit diesem Bernd Dietrich, mit dem ich da zusammen komponiert habe, meinen ersten Hit geschrieben, 1981. Also so ging das einfach los. Und alles, was ich dann schrieb, war nicht Heavy Metal, sondern es war eben das, was man von mir heute kennt. Und wie haben die Jungs aus der Heavy Metal Band darauf reagiert? Warst du ein Verräter für die? Ich war schon ein bisschen der Verräter. Aber ich glaube, die haben mir das verziehen. Wir machen heute noch manchmal so ein Bandtreffen. Und einer hat mir dann auch gratuliert, da gab es in der Bild-Zeitung so eine Rubrik, die erfolgreichsten Hits. Und da waren wir ganz hoch in den Charts mit Mama Lorraine, so hieß der Song damals, mit dem ich begonnen bin. Und da waren die dann auch ein bisschen stolz auf mich, glaube ich schon, ja. Es war ja letzten Endes, glaube ich, auch die richtige Entscheidung. Mit der Heavy Metal Band hast du jetzt nicht wirklich viel Geld verdienen können. Aber du bist sehr erfolgreich geworden als Schlagerstar, Produzent und Komponist. Und das wollen wir Ihnen hiermit beweisen, mit diesem kleinen Film über Uwe Busse. Das kann er einfach am besten. Gefühlvolle Geschichten erzählen. Gibt es ganz bestimmt auf dieser großen Welt nur ein einziges Mal für mich. Über 30 Jahre ist Uwe Busse im Showgeschäft und über 500 Songs stammen aus seiner Feder. Uwe Busses Schlagertraum beginnt in den 80er Jahren. Unter dem Künstlernamen Peter Tobias feiert er erste Erfolge. Doch dann entdeckt er das Komponieren für sich und landet direkt einen Riesenhit. 1981 schreibt er Mama Lorraine für Gigi Anderson. Über diesen Titel habe ich zwei Produzenten und auch Songschreiber kennengelernt, der Bernd Dietrich und der Gerd Gabrowski, der heute Gigi Anderson heißt. Die beiden haben in ihrem Wohnzimmer Musik komponiert und das hat mich so fasziniert, dass es auch mein Leben verändert hat. Ich wollte dann nur noch das Gleiche tun, was diese beiden jungen Männer damals gemacht haben und so fing alles an, so ging der Beruf los. Busse wird der Haus- und Hofkomponist der deutschen Schlagerstars und komponiert die Hits für die Flippers. Auch Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Rex Gildo und Roy Black zählen zu seinen Kunden. Die Bilanz: 29 goldene Schallplatten und 9-mal Platin. Seit 2003 steht Uwe Busse wieder regelmäßig auf der Bühne, dieses Mal mit seinem richtigen Namen. Ruhe und Erholung findet Uwe Busse auf Mallorca. Hier erholt sich der Sänger vom anstrengenden Schlagergeschäft. Immer an seiner Seite Ehefrau Katharina. Seit 1980 sind die beiden verheiratet. Damals passte Uwe Busses Frisur noch eher zum Hardrock als zur Schlagermusik. Kein Wunder, denn zu dieser Zeit war Uwe Busse noch mit seiner Heavy-Metal-Band Phoenix unterwegs. Heute lässt er es doch etwas ruhiger, dafür umso erfolgreicher angehen. Auch auf seinem neuen Album dreht sich wieder alles um die Liebe. Dabei bleibt Busse sich treu. Er mag es eben einfach gefühlvoll. Und so ist Gelebte Träume wieder voller Geschichten mitten aus dem Leben. Immer, hattest du da keine Angst, so nah am Abgrund zu stehen? Ich bin nicht wirklich ganz höhenängstlich, aber es war wirklich ein halber Quadratmeter und dann ging es so runter. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, Der Regisseur fand es so atemberaubend und es sieht auch atemberaubend aus, ich sehe das gerade. Die Sonne ging unter und es hatte so eine Tiefe und er hat einen großen Kran aufgebaut. Und ich habe gesagt, okay, wenn die so viel Mühe sich machen, muss ich das mitmachen. Ich habe dann nur Schnipp gemacht und gesagt, alles ausschalten, weil man darf einem ja nicht ansehen, dass man Angst hat. Hm. Und ich habe es versucht, ich hoffe, es ist mir gelungen. Es wirkte sehr überzeugend. Ich hatte nur trotzdem Angst beim Hinschauen und dachte ob er gesichert gewesen ist, warst du aber nicht. Es ist noch viel höher oder tiefer, wie es dort ausschaut. Hör mal, 500 Titelveröffentlichungen, 29 Gold, 9 Platin Awards, das klingt nach einer extrem geradlinigen Karriere. Hattest du zwischendurch nie Tiefschläge einzustecken? Ich glaube, man hat immer Tiefschläge hinzunehmen, weil was viele nicht wissen, hinter jedem Erfolg, den man hat, stecken mindestens 99 Misserfolge. Es ist, glaube ich, auch diese Kraft, die man immer wieder aufbringen muss, wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und es ist so, manchmal denkt man, oh, jetzt habe ich das Ei des Kolumbus erfunden und einen ganz tollen Song geschrieben und alles stimmt drumherum, aber trotzdem wird es kein Hit. Was war für dich der größte Misserfolg, der größte Tiefschlag, an dem du am längsten zu knabbern hattest?
Also ich glaube, es gibt so viele. Also ich wüsste jetzt gar nicht. Es gibt so viele Tiefschläge, echt? Ja, absolut. Also es ist wirklich so, dass wenn man diesen Beruf macht, dann möchte man eine Sendung bekommen beispielsweise. Das funktioniert dann aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Und um einen Hit zu machen, müssen viele, viele Mechanismen einfach auch aufeinander kommen. Das heißt, das richtige Lied zur richtigen Zeit und dann auch die richtige Veröffentlichungsstrategie. Und das ist ganz, ganz schwer. Mhm. Ganz schwer geworden auch, weil es immer weniger Sendungen gibt, auch für diese Musik und so weiter. Nun warst du ja schon extrem erfolgreich als Songschreiber, unter anderem für die Flippers, Rex Gildo, Irene Scheer, Roland Kaiser. Da hat man doch eigentlich ein schönes, ruhiges Leben. Du bist immer zu Hause, bei deiner Frau, im eigenen Studio. Ja. Kannst Urlaub machen, wann du willst. Also es herrscht so eine Ruhe um einen rum. Warum wolltest du dann trotzdem wieder auf die Bühne, wo du ja viel unterwegs bist, viel von zu Hause weg, jede Nacht in einem anderen Hotel übernachtest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also manchmal wünsche ich mir diese Zeit wieder zurück, wenn ich so viel reisen muss. Im Moment habe ich ungefähr gefühlte 100.000 Kilometer für die Promotion des neuen Albums hinter mir. Aber dieser Moment, auf der Bühne zu stehen und das begeisterte Publikum vor einem zu haben, und die singen oftmals meine Texte mit, und das macht mich so glücklich. Aber was geht da in dir vor in dem Moment, wenn du auf der Bühne stehst? Also es ist das größte Glücksgefühl und der größte Adrenalinschub, den man sich einfach vorstellen kann. Das ist so eine Droge, und jeder, der mal Musik gemacht hat und auf einer Bühne gestanden ist, der kann das nachvollziehen. Man wird süchtig danach, ne? Man wird süchtig danach, und mir hat das gefehlt, denn alles, was man im Studio macht, die Regler an meinem Mischpult geben keinen Applaus. Das ist halt der Unterschied. Ja. Und ich muss sagen, ich freue mich auch. Deshalb heißt auch das neue Album Geliebte Träume, weil ich fühle mich mit diesem Beruf sehr, sehr angekommen. Also ich muss sagen, ich bin in einer sehr, sehr glücklichen Zeit momentan. Fahre von einem Konzert zum nächsten, von einer Sendung zum nächsten. Mir macht das unheimlich Spaß, und das ist so diese Lebensphase, die ich auch wollte. Deshalb auch wieder ein gelebter Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Welchen Traum hast du dir noch nicht erfüllt und möchtest du dir gerne noch erfüllen? Naja, ich sag mal, es gibt so einen kleinen privaten, wo meine Frau und ich drüber nachdenken, weil wir so viel unterwegs sind im Moment. Wir haben so ein altes Cabriolet, und das ist schon 17 Jahre alt. Wow. Und wir würden gerne mit diesem alten Cabriolet mal durch Europa reisen. Aber dann wirklich nur mit einer kleinen Gepäcktasche und mit einer Lieblingslederjacke und einer Jeans vielleicht. Nicht rasieren und dann einfach da, wo es uns gefällt, eine Nacht länger bleiben. Also das wäre nochmal der Traum. Und warum macht ihr es nicht? Du musst einen Traum leben, gelebte Träume. Ja, das ist schon richtig. Ja. Aber das ist einfach so, im Moment ist dieser Traum aktuell. Und das Problem ist, der Kalender füllt sich dann. Und dann plant man etwas und dann kommt die volle Kanne und sagt, Uwe, wie ist es denn? Beispielsweise am 24. Juli, den wir, glaube ich, heute haben. Ne? Mhm. Und dann bin ich halt hier und ich mache das gerne. Plan das doch einfach fürs nächste Jahr ein, trag es in den Kalender ein. 3 Monate ist Uwe Busse nicht zu erreichen. Deine Frau kümmert sich doch um deine Termine. Da kann die das doch einfach mal sozusagen als großen Termin festlegen. Sie könnte es theoretisch machen, aber ich glaube, sie weiß auch, wie viel mir dieser Beruf bedeutet. Und ich liebe den halt, das ist so. Und ich liebe ihn auch. Wenn Sie Fragen haben an Uwe Busse, können Sie uns gern anrufen. Sie können uns eine E-Mail schreiben, Sie können Ihre Fragen auch bei Facebook posten. Wir sind hier noch bis 22:30 beieinander und Ihre Fragen kommen definitiv hier unten an. Wir haben gerade schon über die Hitze gesprochen, gestern 35 Grad auf der Autobahn, als du auf dem Weg hierher warst. Momentan ist es hier zumindest in Düsseldorf relativ frisch. Der Himmel ist bewölkt, also es zieht auch gerade so eine Regen- und Gewitterfront heran, nur die wird keine Abkühlung bringen. Also es bleibt auch in den nächsten Tagen und vor allem in den nächsten Nächten sehr, sehr warm. Teilweise geht es nachts kaum unter 20 Grad. Die Wohnung hat sich tagsüber so dermaßen aufgeheizt, dass man da einfach kaum schlafen kann. Von uns